Für gute Laune sorgte am Samstag der Auftritt von Partysänger Thorsten Eckrich, genannt Ecki, im Halterner Ernst-Losser-Haus. Beim Eintreffen des Künstlers, der aus Niedersachsen kommt, hatten sich die Bewohnerinnen und Bewohner schon einen Platz organisiert, von dem sie den Künstler gut sehen konnten. Initiator Dietmar Schröder musste einiges organisieren, damit das Event durchgeführt werden konnte. Ich kenne den Ecki nun schon eine ganze Weile und habe ihn über Facebook irgendwann mal kennengelernt, beziehungsweise habe einen Post von ihm gesehen, wo er in Erkenschwick war und hat dort in einem Altenheim gesungen. Und die Leute, die alten Senioren, die waren also total begeistert von dieser ganzen Geschichte. Und da war für mich an dem Abend eigentlich klar, das ist genau das, was wir auch tun wollten, um eigentlich mal den Menschen etwas Gutes tun zu wollen. Ich bin dann los, habe mir die Genehmigung eingeholt vom Ordnungsamt. Ich habe natürlich erstmal hier verschiedene Institutionen aufgesucht und habe gefragt, habt ihr überhaupt Lust, habt ihr Interesse, das zu machen? Die ersten Lieder erklingen und die Stimmung steigt. Ecki singt bekannte Schlager und Volkslieder, die fast alle kennen. Das kommt bei den Bewohnern gut an. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat nur ihre Gründe und es geht mich ja nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Yes, Alice! Who the fuck is Alice? Es ist einfach ein besonderer Tag, weil heute hier die Stimmungskanone Ecki gekommen ist und die Bewohner das schon seit einigen Tagen wissen und einige Vorbereitungen zu erledigen waren. In dieser Corona-Zeit, wo wir ja jetzt sehr eingeschränkt waren und auch nicht mehr viel aus dem Haus durften, ist das natürlich eine riesengroße Abwechslung für unsere Bewohner und Bewohnerinnen. Und die haben sich sehr gefreut, waren auch sehr aktiv bei den Vorbereitungen, ob es jetzt den Garten absperren war oder die einzelnen Schilder für die Gruppen malen. Ecki spult einen Stimmungsschlager nach dem anderen ab. Das lockt auch die letzten Bewohner aus der Reserve. Die Oma, die meinte, du weißt doch genau, ein niedriger Landwirt, der braucht eine Fräse. Das Ernst-Losser-Haus ist nicht das einzige Ziel für Thorsten Eckrich an diesem Tag. Denn auch im Lambertus-Stift in Lippramsdorf warten viele Besucher auf den Partysänger. Ich arbeite hier im schönen Lambertus-Stift. Das sind unsere Bewohner. Hallo. Und wir hoffen, sind gespannt, was sie uns heute mitgebracht haben. Auch hier bietet sich das gleiche Bild. Winkende Bewohner bewegen sich zum Takt der Musik. Ecki hat es wieder einmal geschafft, gute Stimmung in den sonst trostlosen Corona-Alltag zu bringen. Zum Abschluss dann das Steigerlied. Ecki setzt sich den Helm auf und verabschiedet sich. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Ernst-Losser-Haus und im Lambertus-Stift hoffen, dass Ecki hier nicht zum ersten und letzten Mal aufgetreten ist.